Hallo und herzlich willkommen auf Kanal Dendala. Was machen wir? Wir haben Besuch aus Italien. Francesco und die Zia. Und wir schauen uns den Silberball in Schwarz an. Und los geht's. Ecco di qua, buongiorno. Andiamo a fare un giro in nella miniera di argento. Si dice in tedesco? Silberbergwerk. C'è Peta, i bambini, c'è Maxi, c'è Lisi. Fai ciao Lisi. Ciao. Siamo pronti. Okay, es ist ja öffentliche Führung quasi. Das meiste werde ich jetzt aus dem Off machen, weil ich da nicht einmal reinquatschen will. Auf alle Fälle gehen wir jetzt Richtung Stolleneingang. Bellissimo! Glück auf! Warte! Oh! Glück auf! Glück auf! Si. Was ihr jetzt da gerade seht, ist die 800 Meter lange Fahrt hinein in den Berg mit der Bergwerksbahn. Ihr seht, da ist man so der Reihe noch aufgefadelt in Waggons. Die Fahrt dauert ca. 10 Minuten. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Die Kids haben sich auch sehr wohl gefühlt. Was ich gleich am Anfang dazu sagen möchte, für Personen, die klaustrophobisch veranlagt sind oder sich in engen Räumen nicht sonderlich wohlfühlen, die sollten sich im Klaren sein, ob sie das machen wollen, weil wenn man einmal in den Zug drinnen sitzt, also retour gibt's nicht. Wenn der Zug dann im Bahnhof angekommen ist, startet die Bergwerksführung. Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Der Herr, was das bei uns gemacht hat, der war sehr, sehr kompetent und hat auf alle Fragen Antworten gehabt. Also sprich, der lallt da nicht irgendwas auswendig runter, sondern die haben schon, die kennen sich richtig aus und können das sehr gut vermitteln, wie die Zustände dort mal waren. Das ist teilweise wirklich unfassbar, wie die Leute da gelebt haben. Und vor allem sowas geht ja über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. So ein Bergwerk baut sich ja nicht in 10 Jahren, so wie heute. Das ist hochinteressant und ihr seht, jetzt sind wir im Bahnhof angekommen. Und da startet jetzt die Führung. So, ich hoffe, ihr habt die Fahrt alle gut überstanden. Wir befinden uns hier jetzt im Bergbaurevier Falkenstein. Hier in unserem Bergwerk haben wir etwas über 570 Stollenkilometer auf über 50 Abbauetagen. Bitte alle bei der Gruppe bleiben, keine Alleingänge unternehmen. Und die Durchschnittsgröße eines Knappen im Mittelalter war um die 1,50 Meter. Die Riesen unter euch bitte auf die ersten 100 Meter mit den Köpfen aufpassen. Das betrifft uns jetzt weniger. Guarda che bello! Bellissimo! Tira di capo! Franz! Troppo bello! In seinem Bergwerk hat es unfassbar viele verschiedene Berufe gegeben.
Angefangen von denen, die was natürlich den Stollen dann vorwärts geschlagen haben, bis zu Personen, die was geschaut haben, dass kein Wasser reinkommt. Und die werden da auf einzelnen Stationen sehr gut erklärt und auch dargestellt mit so Puppen, wie man sie da jetzt gerade gesehen hat. Die Kids waren teilweise, das war schon ein bisschen spooky für sie, aber ich nehme stark an, dass die Gesichtsausdrücke der dargestellten Personen durchaus realistisch waren, weil wie die da unten, was die da mitgemacht haben, das war schon heftig. Okay. Schon sehr, sehr cool. Ich war schon mal. Das ist aber schon, man kann fast sagen, Jahrzehnte her. Und jetzt, wo wir Besuch aus Italien gehabt haben, ein bisschen Raumübergang, hat sich das angeboten. Aber ich dachte, ich nehme euch mit. Das ist echt ganz cool. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Das ist schon sehr cool da. Zurückzuführen, haben wir da vorne ein kleines Video für euch vorbereitet. So, kann man boven staan. If you have an audio... Audio kan je ook goed. Boven gaan staan, dan kun je zien. So, if you have an audio guide, this is station number 2. Okay. Gut, ihr seht es gerade. Ich habe mir am Anfang, war ich sehr verwundert, warum die Italiener die ganze Zeit das Handy in der Hand haben. Ich habe gemeint, die wollen da telefonieren oder probieren zu telefonieren. Nein, die Führung wird grundsätzlich in Deutsch gesprochen. Aber es gibt immer Stationen, wo Videos präsentiert werden, die was sehr, sehr gut produziert sind und sehr, sehr aufschlussreich sind. Und wenn man sich draußen, wenn man eine andere Sprache spricht, kann man sich draußen eine App runterladen. Und kann sich dann zu den jeweiligen Stationen die Texte dazu anhören. Ich habe mit Francesco gequatscht, ob das gut funktioniert hat. Er hat gesagt, es war troppo bello, molto interessante. Hat natürlich von der, was die Führung gemacht hat, nichts verstanden, aber trotzdem war das ganze, die ganze anderthalb Stunden, er hat genau gewusst, um was es geht. Perfekt, also das hat wirklich gut gehabt hin. Okay. Wasserschöpfer beschäftigt waren, um den Trocken zu halten. Diese Maschine ersetzte diese praktisch. Jetzt hat man aus der Nachbargemeinde den sogenannten Bucherbach umgeleitet und über händisch geschlagene Stollen über 3 Kilometer hier genanntes Kehrrad, das heißt, es hat unterschiedlich gestellte Schaufelräder, je nachdem, wo ich das Wasser reinlasse, in diese Richtung dreht sich das Rad dann. Dann hatte man anfangs unter das Rad die sogenannten Bullen gebunden, zusammengenähte Ochsenhäute, die etwa 1000 Liter fassten. Was auch noch sehr interessant gewesen ist, ist einfach, man macht nicht nur eine Reise durch die Zeit, sondern man sieht auch relativ viel. Man kann sich, man wird informiert darüber, wie früher ohne Maschinen das Ganze gemacht worden ist, bis zu der Zeit fast jetzt, wie die Stollen gesprengt werden. Das zum Beispiel, was man da sieht, sind gesprengte Tunnel, die sind viel größer. Und wenn man sich das überlegt, habe ich nicht gewusst, also ein Bergwerksarbeiter im Mittelalter hat an einem Tag, man kann es nicht fassen, einen halben Zentimeter, wenn es gut gegangen ist, einen Zentimeter vorwärts ist er gekommen. Und dann sieht man, wie sich die Technik auch weiterentwickelt hat, was für Maschinen dazugekommen sind und wie das auch heute teilweise noch gemacht wird. War wirklich hochinteressant.
Wenn ihr so eine Führung machen wollt, dann gebe ich euch einen guten Tipp. Ich verlinke euch unten die Homepage. Meldet euch davor an. Wir haben eigentlich am Tag davor oder zwei Tage davor wollten wir das schon machen. Da war aber alles komplett quasi ausgebucht. Man kriegt da Gruppenpreise, wenn man mehrere Personen ist. Und ansonsten, ich habe es am Anfang ein bisschen gezeigt, die Preise, Erwachsene 20 Euro und dann geht es halt Jugendliche und Kinder. Gruppenpreise sind wesentlich günstiger und man hat dann auch einen sicheren Platz. Also ich würde jetzt nicht am Sonntag die ganze Familie zusammentrommeln und einfach sagen, wir schauen uns das jetzt an, weil die Chancen sind sehr gut, dass man nicht mitfahren kann. Da wäre gut im Vorfeld das abzuklären. Ein bisschen ein kleinerer Bohrer. Aber vergesst diese Maschine, ihr seid im Mittelalter und habt keine Maschine, ihr seid ein sogenannter Hauer, ihr sitzt in einem Loch drin, es ist 40 cm breit, 1,40 m hoch, das Standardmaß. Ihr habt eine 8-Stunden-Schicht vor euch, schlagt den ganzen Tag auf den Stein ein. Was glaubt ihr, war da der Tagesvorteil? Wie weit ist der in 8 Stunden Arbeit vorwärts gekommen? Irgendwelche Ideen. Tatsächlich waren es 2 bis 7 mm. Also unser Volumen ist ein sehr hartes Troppo bello, molto bella. Interessante, sì? Molto interessante. Sì. Ok? Bravo. Ciao Franz. Ti sei giunto? Ok, das war das erste Video im 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like da. Bleibt gesund, bleibt brav, bleibt ehrlich, macht was Großartiges. Geht euch dahinter da. Danke.